Seid gegrüßt, liebe Sternenreisende, zurück in unserer Galaxie WB05 auf dem YouTube-Kanal von Writing Bull zu unserem Stellaris Multiplayer-Event der Writing Bull Community. Mein Name ist Gaius Julius Caesar und heute bei mir ist der Zatonar. Einen wunderschönen Tag an all unsere Zuhörer. Mal sehen, was heute wieder passieren wird. Genau, und wir wollen direkt hier beginnen mit einer Ansprache, der wir lauschen werden im Sternenreich der Kinder der Macht. Heute, meine Kinder, sind wir zusammengekommen, um unsere Emanzipation vom Orden des Zwielichts zu feiern. Dieser Schritt ist notwendig. Nicht, weil wir die Macht im vollen Nicht, weil wir die Lehren der Jedi anzweifeln, denn sie waren uns stets gute Lehrmeister. Nicht, weil wir glauben, die Macht im vollen Umfang zu verstehen, denn das wird niemand können, sondern um als Nation und Volk zu wachsen und in der Galaxie für Gleichgewicht zu sorgen, um die drohende Gefahr abwenden zu können. Zu deutlich sehen unsere Seher die dunklen Wolken am Horizont, die eine Gefahr immensen Ausmaßes ankündigen. Die Jedi glauben, jemand, der die Macht nutzt, stünde vor der Wahl zwischen heller und dunkler Seite, zwischen Gut und Böse. Aber ich glaube, es gibt darüber hinaus eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten. Aus diesem Grund entsagen wir der hellen Seite der Macht. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Aus diesem Grund verschmähen wir die dunkle Seite der Macht. Denn es gibt keinen Frieden, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke, durch Stärke erlange ich Macht, durch Macht erlange ich den Sieg, durch den Sieg zerbersten meine Ketten, die Macht wird mich befreien. Ich glaube, dass die Macht von Natur aus helle und dunkle Seiten hat, so dass die Aspekte nicht ohne negative Folgen getrennt werden können. Wenn die dunkle Seite dominieren würde, würde das Leben selbstzerstörerisch werden und ausgelöscht werden. Wenn jedoch die helle Seite und das Streben nach Frieden eintreten würden, würde die Galaxie in Lethargie, Apathie und schließlich in Vergessenheit geraten und sterben. Sowohl Licht als auch Dunkelheit sind Teil der Macht und alle Aspekte der Macht müssen studiert und respektiert werden. In einem Punkt haben die Jedi aber recht. Das Gleichgewicht ist zentral für das Leben und ohne es würde die Galaxie in den Ruin stürzen. Aus diesem Grund, meine Kinder, sollten wir nicht mehr Diener der Macht sein. Nein, wir sollten Soldaten der Macht sein und für das Gleichgewicht in der Galaxie kämpfen, denn das ist unser Schicksal. Also hört meine Worte und lebt nach ihnen, meine Kinder. Die, die sich ans Licht halten, die, die sich an die Dunkelheit klammern, alle sind verbunden in der Macht. Wir tun, was wir tun müssen, um die Balance zu erhalten, und diese Balance hält uns stark. Es gibt nichts Gutes ohne das Böse, aber das Böse darf nicht gedeihen. Wie unsere Gliedmaßen unseren Körper ausbalancieren, so balanciert auch unser Weg unseren Geist. Durch Leidenschaft erlangen wir Gelassenheit. Durch den Sieg erhalten wir Harmonie. Durch Wissen gewinnen wir Kraft. Wir sind Soldaten, die den schmalen Weg des Gleichgewichts gehen. Und während wir die Macht bewachen, bewacht die Macht auch uns. Wir sind die Kinder der Macht. So lasst uns als Soldaten dieses Gleichgewichts leben, geleitet von unserer Verbindung mit der Macht. Bedenkt stets, die Wahrheit zu finden, Frieden und Verständnis zu fördern, edle Bestrebungen sind, aber ohne die gefundenen Wahrheiten zu nutzen, um Veränderungen oder Verbesserungen in und um sich selbst herbeizuführen, ist das Wissen bedeutungslos. Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, Leben und Tod, Aktion und Untätigkeit und Reaktion, Frieden und Krieg, die Macht umfasst alle Aspekte der Galaxie. So geht hinaus, meine Kinder, Soldaten des Gleichgewichts. Ja, Sie hörten gerade eine Live-Ansprache des Supremus der Kinder der Macht. Und damit schauen wir uns wieder die gesamte Galaxie an, liebe Zuschauer, nach dieser doch sehr interessanten Ansprache bei den Kindern. Ja, wir haben jetzt hier einige Sachen. Wir sehen, dass ein Spieler der vorhin noch nicht da war, jetzt doch da ist. Deswegen, er wird jetzt reinjoinen. Wir werden einen ganz kurzen Break haben, liebe Zuschauer. Aber da werden wir ein wenig über die Galaxis reden.
Was denkst du denn, mein lieber Freund? Welche Reiche siehst du denn als die gefährlichsten derzeit? Gut, die Kinder der Macht, das haben wir eben gehört. Da sind wir uns ja beide einig. Die sind sehr gefährlich geworden. Absolut. Eine andere starke Macht sind auf jeden Fall die Strygos, meiner Meinung nach. Nicht nur dem unterworfenen Volk, dem atrasantischen Pontetat. Genau. Und neben dem unterworfenen Volk, das ihnen folgt, haben sie auch eine relativ starke Armee und Flotte. Deswegen sollte man auch mit denen rechnen können. Aber ich glaube dennoch, dass sie noch nicht an die große Stärke der Kinder heranreichen. Also die haben wirklich eine unglaublich starke Flotte. Ich unterschätze aber auch nicht ihre nördlichen Nachbarn, den Orden des Zwielichts, Nordbrigedei. Die sind auch sehr, sehr stark geworden in unserem Spiel bisher. Das ist richtig. Die haben in den vergangenen Kriegen, den wenigen, die sie geführt haben, auch bewiesen, wie stark ihre Flotten sind. Und sie haben ja auch noch immer wieder Unterstützung gehabt von psionischen Avataren. Und da kommt dann natürlich schon einiges zusammen. Also das sind auf jeden Fall auch mit eines der stärksten Reiche. Auf jeden Fall. Die Holy Ashari, die hier sind, ein wenig stagniert, finde ich. Mal sehen, was da noch passieren wird. Ich finde ihren Forenbeitrag sehr interessant, wenn man sich mal ein bisschen durchliest. Immer, also die Holy Ashari, wie viele andere, haben ja schöne Foren-Stories. Alleine jetzt letztes Mal mit ihrem alten Gott, den sie jetzt ausgebuddelt haben, war natürlich eine ihrer Grundstories, die der Spieler sich selber überlegt hat. Das hat er ja auch gut versucht rüberzubringen. Manche haben es gut rübergebracht, manche mehr. Und dann, man sieht aber, jeder hat versucht, auch ein bisschen daran zu spielen. Das hat mir sehr gefallen. Ja, und wenn euch diese Forenbeiträge genauer interessieren und ihr bis jetzt noch nicht reingeschaut habt, unter community.writingbull.de könnt ihr da sehr gerne nachlesen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Aber auch für diejenigen, die keine Zeit haben, die Forenbeiträge zu lesen, versuchen wir natürlich hier auch immer das wichtigste Geschehen wiederzugeben. Wir können natürlich nicht die kleinsten Details geben. Dafür ist dann das Forum bestimmt, wo jedes Reich ganz genau seine Hintergründe noch ein bisschen erläutern kann. Auf jeden Fall. Man sieht jetzt halt auch jetzt hier, ne? Wir haben halt in verschiedenen Reichen verschiedene Möglichkeiten. Und ich bin halt noch überrascht, was passieren wird. Ja, absolut. Also da bin ich auch noch sehr gespannt. Wir können mal kurz in die Diplomatiekarte schauen. Derzeit ist der Orden des Zwielichts im Krieg. Ah, mit der Sylos-Souveränität. Okay, das ist interessant. Die Sylos-Souveränität. Da ist der Orden aber weit geflogen. Ja, da das hast du recht. Einmal auf der anderen Seite der Galaxie, hier mit noch einem System, wenn ich das richtig sehe. Da frage ich mich, was dieser Krieg zu bedeuten hat. Wir haben aber auch noch etwas anderes mit einem kleinen Rollenspiel, was Sujak machen möchte. Dafür bräuchten wir den Turanis. Wenn du vielleicht mal schauen kannst, ob der liebe Turanis, der Spieler des Zinn-Imperiums, demnächst Zeit hat, wäre das ganz interessant. Dann kannst du den mal, sobald er Zeit hat, hochholen und mir Bescheid geben. Bis dorthin schauen wir uns noch ein wenig um und schätzen mal die Lage ein. Ich kann ja hier auch mal ein bisschen näher rangehen und wir schauen uns mal die Systeme an. Hier unten. Also auch für unsere Zuschauer, ich bin sehr stolz, wie sich wir uns auch entwickelt haben als der ewige Rat. Wir stehen auch nicht da, dass wir uns so gebremst haben. Eigentlich sind wir militärisch mit den anderen sehr gut am Laufen. Wo sind denn unsere Flotten derzeit? Können wir noch mal einen kurzen Blick darauf werfen? Ja, unsere Flotten, die Irak-Sprengflotte, geführt von Irak und von Su-Irak, die versus der Su-Irares Wachschutz, die sind beide auch ganz schön groß, ne? 160 und 100. Genau, hier von Irak, Iraks Sprengflotte, 52.000 Kampfstärke und Su-Irares Wachschutz 35.000. Das ist richtig, das ist schon ordentlich. Also ich habe das Gefühl, da haben wir einiges aufgebaut, nachdem wir schon zweimal von den Zinn so gedemütigt wurden.
Ja, ich habe da jetzt, wenn du siehst, viele Planeten noch besiedelt mit unseren ganzen Klonen. Jede Rasse bei uns ist ja jetzt geklont worden, die bei uns ein Migrationsabkommen hatte. Im Rollenspielerischen haben die schönen Klone übernommen und die Originale wurden einfach mal entsorgt. Sehr schön. Ja, tatsächlich überall hier die Klone, hier zum Beispiel die Kinon-Klone. Und natürlich noch die ganz normalen Klone des Ewigen Rates. So ganz normal sehen die nicht mehr aus. Ja, gut, das ist richtig. So, derzeit sind wir im Jahr 2464, also wir sind wirklich schon richtig, richtig gutes Stück hier vorangekommen. Das heißt natürlich nicht, dass noch viele interessante Dinge vor uns stehen. Da bin ich nämlich fest der Überzeugung, dass das so sein wird. Ich bin auch noch gespannt beim atrasanischen Potentat, muss ich sagen, ob sich da in Zukunft noch etwas verändern wird, ob die doch noch in irgendeiner Form die Unabhängigkeit anstreben oder ob die für immer, ja, zufrieden sind in ihrer Rolle. Übrigens, was ich zuletzt auch sehr interessant fand, liebe Zuschauer, wir lesen natürlich auch immer fleißig eure Kommentare, deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier so findet, gebt uns ruhig immer Feedback, wir freuen uns darüber und das hilft uns natürlich auch sehr weiter. Ich habe interessanterweise herausgefunden, dass viele Spieler diese Stellaris-Folgen oft einfach nur als Hörspiel hören und währenddessen irgendwelche anderen Dinge erledigen. Und es ist natürlich auch interessant zu wissen, dass dann vor allem natürlich auf die Stimme und vor allem auf das stimmliche Geschehen geachtet wird, was dann eben vorfällt. Deswegen versuchen wir auch so gut es geht, mehrere Gespräche mit den verschiedenen Spielern, mit den verschiedenen Reichen, auch rollenspielerisch in eine Folge immer zu packen, dass ihr da auch ordentlich unterhalten werdet. Aber wir müssen natürlich auch immer schon den Gesamtüberblick über die Galaxie behalten, falls dort irgendwelche interessanten Dinge geschehen. Oh, aber nun habe ich was Schönes uns besorgt. Nun steigen wir mal ein in eine kleine Rollenspielsituation, die sich im Zinn-Imperium beginnt. Der Zinn-Kaiser ist anwesend und nun gehen wir da rein. Richtig. Ihr seht die Heimatwelt der Zinn und dort das Regierungsgebäude des Zinn-Imperiums. Ein doch sehr groß gewachsener, stark aussehender Zinn macht sich auf den Weg zu den Vorräumen des Kaisers. Dort scheint er erst einmal auf Wachen zu treffen, die diesen Vorraum zum Kaiser der Zinn bewachen. Ihr da! Lasst mich durch, ich muss zum Kaiser! Ihr habt euch nicht angemeldet. Ich brauche mich nicht anzumelden. Ich bin Zos Wat Vor, einer der großen Könige des Zinn-Imperiums, und ich komme in wichtiger Angelegenheit, um mit unserem aller Kaiser zu sprechen. Okay, ihr könnt passieren. Doch, das ist eine Ausnahme. Beim nächsten Mal meldet ihr es vorher an. König Ja. oder nicht. Achtet auf euren Ton. Nun gut, lasst mich durch. Er öffnet die Tür und der Weg in den Thronsaal ist frei. Der großgewachsene Zinn, der sich als einer der Könige des Zinn-Imperiums herausgestellt hat, tritt ein und geht sehr bestimmt in Richtung des Kaisers, den er dort sieht. Seid gegrüßt. Zos, womit habe ich die Ehre verdient? Neben dem Ich Kaiser steht noch ein Affe, Diener. komme aus einem ganz bestimmten Grund. Allerdings ist es eine sehr, sehr wichtige, sehr spezielle Angelegenheit, die auch nicht für die Ohren eines Dieners wie dieses Affen bestimmt sind. Soll ich bleiben, Meister? Meister? Wenn ihr beliebt, würde ich darum bitten, ihn herauszuschicken. Es ist eine wirklich sehr, sehr wichtige, spezielle Angelegenheit, die nur den Ohren des großen Kaisers dienen. Diener, lass uns kurz allein. Ja, Bleib vor der Meister. Tür. Ja, Meister.
Sehr schön. Nun gut. Der Diener verlässt den Raum. Der König Zoswatwor tritt näher an den Kaiser heran, da er sicherstellen möchte, dass niemand anderes die geheimen Informationen hört, die er nun dem Kaiser mitteilen möchte. Er ist nun sehr nah an dem Ohr des Kaisers. Nun, werter Kaiser, ihr seid einer von vielen großen Kaisern in der Geschichte des Zinnimperiums. Viele waren vor euch und so wie ihr glaubt, werden viele noch nach euch kommen. Doch dies wird nicht der Fall sein. In diesem Moment zückt der König Zoswatwor einen versteckten Dolch und sticht damit auf den Kaiser ein. Und gleichzeitig hält er die Hand vor dessen Mund, sodass kein Schrei ihm entfallen kann. In dem Moment ist ihm allerdings bewusst, dass der Kaiser noch nicht vollends tot ist. Und in dem Moment sieht man auch eine Verwandlung. Der König Zoswatwor scheint nicht der gewesen zu sein, den man erwartet hat. Plötzlich taucht ein riesiger Seestern auf, der immer noch die Hand vor den Mund des sterbenden Kaisers hält und den Dolch aus dessen Bauch herauszieht und nun zu ihm spricht in den letzten Minuten seines Lebens. So, Kaiser des Zinnimperiums, hier ist Sujak, einer der großen Räte des ewigen Rates. Lange genug hat euer lächerliches Imperium uns verhöhnt. Lange genug war es unvergolten, dass ihr uns gleich zweimal angegriffen habt. Lange genug habt ihr uns verspottet und verhöhnt, und mich insbesondere. Am Anfang haben sogar eure Vorgänger sich über meinen Namen lustig gemacht. Immer mehr kam es dazu, dass ich großen Hass auf das Zinnimperium und seine bisherigen und jetzigen Kaiser gefühlt hatte. Das habt ihr nun davon. Ich habe meine Rache. Und ich denke, wir können dadurch, dass ich euch nun getötet habe, einen besseren, stärkeren Mann an die Macht im Zinnimperium bringen oder bringen lassen. Einen Mann, von dem ich schon gehört habe, der auf den Namen Zinnix lautet. Ein einfacher Mann aus dem Volke, kein Adliger wie ihr oder eure Könige. Niemand, der von wenigen gewählt wird, sondern eine Persönlichkeit, die sich das Herrschen verdient und verdient haben wird. Ein Mann, auf den man sich hoffentlich verlassen kann und der ein besserer Partner sein wird zu dem ewigen Rat. Und in diesem Moment nimmt Sujak seinen Dolch noch einmal und bevor er den Kaiser mit einem letzten Stich tötet, gibt er ihm nochmal die Möglichkeit, letzte Worte zu sprechen, wohl wissend, dass er schon so verletzt ist, dass er nur noch leise flüstern kann. Ihr werdet das bereuen. Und niemand wird die Zinn besiegen. Und Sujak nimmt den Dolch und schlitzt den Hals des Zinn auf, wodurch dieser stirbt. Doch das ist noch nicht alles, was Sujak bei seinem jahrelange vorgeplanten Überlegungen tut. Er musste in den letzten Jahren ganz genau den König Zoswatwor studieren, um dessen Form und dessen Gegebenheiten anzupassen und auch um in den Regierungssitz ohne Probleme zu kommen. Weiterhin hat er genaue Spionage betrieben und erfahren, dass sich in diesem Regierungssitz unter diesem Raum, in dem er sich befindet, die geheime Schatzkammer des Kaisers befindet. Er hat ein spezielles Gerät vorbereitet, das ihn durch den Boden bringt, ohne dass dieser Boden in irgendeiner Form zerstört wird. Er gelangt in die Schatzkammer, in der natürlich keine einzige Wache steht, da alle vor der großen Schatzkammerwache halten,
da niemand damit rechnet, dass man anders als durch den Zugang in diesen Raum kommt. Sujak, der Credits über alles liebt, packt einen großen Haufen von fast 3000 Credits in beigeführte Taschen ein und sieht auf dem Rückweg noch einige Mineralien auf dem Boden liegend. Nun, diese dreckigen Mineralien sind ja gar nicht so nach meinem Geschmack. Ich habe ja lieber diese schönen Credits bei mir für meinen eigenen Privatbunker. Aber, ja, Ranotratz wird sich sicher darüber freuen, wenn ich ihm ein paar dieser Steinchen mitbringe. Also packe ich die eben auch noch ein. Und so nimmt er auch noch an die 2000 Mineralien mit und begibt sich, wie er hineingekommen ist, mit demselben Gerät, das er selbst entwickelt hat, wieder in den obigen Raum, wo der tote Kaiser noch auf dem Boden liegt, wo zum Glück noch keiner dies bemerkt hat, und begibt sich wieder durch einen Beam-Peilsender zurück auf das versteckte Schiff, das im Tarnmodus über der Hauptstadt schwebte. Glücklich und zufrieden machte er sich auf dem Heimweg in die Gebiete des ewigen Rates. Nach dieser kleinen Geschichte, die dort passiert ist, und nach dem, was passierte im Zinnimperium, sind wir natürlich interessiert, was dann da noch passieren wird, aber dazu etwas später. Vielen Dank, dass ihr dies gehört habt. Wir schauen uns nun ein wenig mehr um. Und vielen Dank, lieber Turanis, dass du uns hier unterstützt. Gerne wieder. Ja, sehr schön. Dann beschäftigen wir uns mal weiter mit den verschiedenen anderen Reichen. Wir werden sicherlich, wie du schon sagtest, nochmal die Folgen... Wir werden auch von vielen was gehört haben. Zum Beispiel das Adresantat würde gerne jetzt noch einmal sprechen. Oh ja, sehr gerne. Im Rollenspiel, gehe ich mal davon aus. So, ich habe das Adresantliche Potentat mal zu uns geholt, das will ja im Rollenspiel mit uns sprechen. So, liebes Adresantliches Potentat, ihr wolltet mit uns sprechen. Oder was selber erklären. In der Tat, wir wollten nämlich fragen, ob eure, ich glaube, Schwester Irak noch einige Exemplare unserer Spezies in ihrer Kuppel benötigt, weil wir haben mitbekommen, dass sie gerne Exemplare verschiedener Spezien sammelt und diese dann in ihrer Kuppel beherbergt. Und soweit wir wissen, gab es von unserer Spezies da noch wenig bis keine Exemplare. Oh, das sollte sich natürlich ändern. Da wird sich Irak sicherlich freuen über diesen Vorschlag. Oder was meinst du, Ranotratz? Ihr seid die Spezies Filareneinheit, korrekt? Ihr könnt auch ruhig noch ein paar Vaznator haben. Wir hätten auch noch ein paar Ashariel oder Kinon. Wir danken euch für dieses schöne Angebot. Doch es leben bereits 23 Milliarden Filareneinheit-Klone in unserem Reich. Des Weiteren 4 Milliarden Vaznator-Klone. Die Sari sind fast nicht mehr zählbar. Überall laufen dämliche Sari-Klone herum. Irgendwas scheint mit ihrem Intelligenzquotienten nicht geklappt zu haben. Aber wir danken euch für dieses vernünftige Angebot. In Iraks Kuppel ist es sehr voll geworden. Sie experimentiert natürlich nicht an diesen Wesen rum. Nein, niemals. Nein, sie haben ein schönes Leben in ihrer Kuppel. Natürlich. Und wir möchten vielleicht noch hinzufügen, als kleine Stillung für eure Neugierigkeit, dass es unseren Wissenschaftlern gelungen ist, einen gläubigen Roboter zu erschaffen. Oh! Das geht doch gar nicht! Natürlich geht das. Ihr werdet es bald sehen. Nun, das wird mich reizen. Das wird mich reizen. Auf jeden Fall. Was sagen denn da eure Meister dazu? Die Strigos? Denen ist das relativ egal, da sie keinen Sinn für Spiritualismus haben. Haben die Strigos überhaupt einen Sinn an Schönheit? Das ist eine gute Frage, die kann ich aber leider selbst nicht beantworten. Aber das könnte wirklich noch zu interessanten Verläufen führen. Ein Roboter, der gläubig ist, das bedeutet ja, dieser Roboter, der dient nicht nur jemanden, der geht nicht nur Befehlen nach,
sondern hat ja anscheinend ein eigenes Bewusstsein, was ja Voraussetzung ist, um im freien Willen an etwas zu glauben. Wir möchten auch diesem Beispiel nachgehen und unser gesamtes Volk danach richten. Wir möchten unser Volk mit der Technik auf die Wege unserer Götter leiten. Oh, ja, wenn da nicht mal eure Oberherren vielleicht in der Zukunft etwas dagegen haben. Wie unser großer Priester Atresan einst sagte, das Fleisch ist schwach. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir werden das beobachten. Hab Dank, werter Spontanat. Wir werden euch weiterhin beobachten. Ja. Vielen Dank. Habt Dank und gehabt euch wohl. Glaubst du denen das, alter Freund? Das sind einfach nur bösartige Roboter. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich, wie du weißt, halte große Stücke auf das atrasanische Potentat. Und wenn sie dadurch einen besseren Vorteil haben oder vielleicht eine bessere Möglichkeit haben, ihren Glauben auszuleben und vielleicht letztendlich sogar ewig zu existieren in Form reiner Energie in Form dieser Roboter ihre Bewusstseine bringen. Wer weiß, was diese Forschung alles mit sich bringt im Verbund mit dem Glauben, dem Glaubensaspekt. Meinst du wirklich, dass sowas möglich ist? Ich mag keine Roboter. Roboter sind bösartig. Ich liebe es, an biologischen Wesen rumzuschneiden, sie zu analysieren, ihnen Sonden einzuführen, alle möglichen Daten aus ihnen rauszumachen, sie in Engramme zu zerlegen und dabei zuzuhören, wie sie immer winseln und betteln. Ah, die Biologie hat mich noch nie interessiert, mein guter Freund. Ich habe alle diese komischen Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, und Migranten schon in Klone verwandelt. Man braucht doch diese dummen Eigensinnigen nicht. Bei den meisten hat es ja auch geklappt. Bei den meisten, richtig. Aber das heißt natürlich nicht, dass immer Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Wer weiß, was diese Roboter für Möglichkeiten bieten, auch in der Energieproduktion oder der Mineralienproduktion oder in einem Glaubensaspekt. Allein das weiterhin zu beobachten aus wissenschaftlichem Interesse ist mir schon sehr wichtig. Da hast du recht, da hast du recht. So, und nun gehen wir auch mal wieder aus dem Rollenspiel raus. Wir beobachten mal unsere Nachbarreiche. Die Endorian bauen sich immer noch weiter aus. Sie stehen ja auch sehr, sehr gut da. Ja, da schauen wir mal rein. Ach, die haben hier, ja, in Endora haben sie natürlich auch ihre Forschungsnexus. Genau, richtig. Ja, die sind richtig gut. Alle Sachen nachgebaut, ne? Experiment E4, interessant. Man sieht halt bewusst, wie das der Spieler sich sehr auf seine Verbündeten konzentriert hat. Er ist in der Forschung super, er hat eine hohe Flottenkapazität, auch gegen uns über, aber hat überhaupt keine richtige Flotte. Ja, sondern baut die nur auf, wenn Krieg ist, das ist ja sein Konzept. Ne? Richtig, das von Anfang an so gewesen. Ist halt, der spielt von Anfang an den treuen Untergebenen und Freund von den Kindern der Macht. Und das finde ich auch mal ein sehr schönes Konzept, dass ein Spieler bewusst sich so zurückhält. Er hätte ja auch vor ganz Bösen starten können, was dann ganz anders ausgegangen wäre, ne? Absolut, also das ist vollkommen richtig. Und er hat ja trotzdem ganz gut profitieren können bisher davon. Also er hat ja auch seine Gebiete hier, er hat sein System innerhalb der Grenzen der Kinder der Macht bekommen, um natürlich diese großartige Ringwelt zu bauen. Und ich glaube, da ist er schon sehr glücklich über die derzeitige Situation. Wer wäre das in so einer Situation nicht? Sei mal da. Das denke ich mal so. Der hat natürlich damit sich was Wunderschönes sich überlegt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Interessant. Hier sind ziemlich viele Vaznator in einer der Ring-Habitat-Sektionen. Wow, wirklich eine ganze Menge. Und die andere Hälfte ist ganz normal mit den Endoran gefüllt. Den kleinen Zwergen, die doch großes wissenschaftliches Potenzial anscheinend haben. Ja, seine persönliche Quest, guck mal, er hat seine PvE-Quest erfolgreich abgeschlossen, große Sternensachen zu bauen. Man sieht halt, er hat halt seine Ringwelt fertig, er hat seine Megastruktur repariert. Er kümmert sich um alles, hat überall sehr große Sternfestungen sitzen, ne? Also das hat er geschafft, seine rollenspielerische Quest, die er sich selber gesetzt hat, hat der Spieler auch super hingekriegt. Er hat ja mit diesem
Plot, der dieses Parasiten, die ganze Galaxis eigentlich bespaßt. Ja. Also da muss man sehen, der Dorian Half hat sich halt wirklich hervorgetan in diesen Dingen. Ich glaube aber Kinder, nicht. Der macht sein Rollenspiel auch gut hingekriegt. Also da, ja. Klasse. Ich habe mich ihn angefragt, kommt irgendwann ein Angriff auf uns von ihm. Aber irgendwie scheint sich außer die Zinnen niemand so zu trauen, auf uns zu gehen. Ja, das Ganze hat sich ja etwas in der letzten Zeit verdüstert. Also unsere Beziehungen mit den Endoren und den Kindern waren ja immer sehr positiv lange Zeit. Bis zum schicksalhaften Tage, als ein besonderes Energiewesen, anders kann ich es nicht beschreiben, vor einiger Zeit eben im Holy Asharial Empire aufgetaucht ist. Und von dem haben der Endoran Hive und die Kinder ja einiges erfahren. Oder wenigstens Behauptungen haben sie erfahren über geben den jetzt ewigen auch Rat. Unsere Spielleiter und wir geben natürlich jetzt auch immer mehr an euch Zuschauer gesagt, Informationen über uns preis, wie böse unser Volk eigentlich im Grunde war. Nur irgendwie sehen sie uns immer noch nicht als ihre Gefahr. Ja, wir konnten uns bis jetzt immer gut herausreden. Also da haben ich und Suyak und Irak gute Arbeit geleistet, glaube ich, im letzten Gespräch. Ich glaube, wir sind ihm sogar noch eine Antwort schuldig, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben noch zwei Anfragen gestellt. Einmal, ob sie mit einem Forschungsschiff zu unserer Hauptwelt dürfen und einmal, ob sie in unsere Archive schauen dürfen. Da sollten wir ihnen noch eine Antwort zukommen lassen, dass wir darüber abgestimmt haben und die Mehrheit dagegen war. Haben wir denn noch was Zeit in dieser Folge von so Zuschauern oder neigen wir uns schon leider dem Ende? Wir neigen uns schon langsam dem Ende, noch 2-3 Minuten, deswegen das sollten wir noch schönes sehen. Die Kinder der Macht haben halt sehr, sehr viele Vasallen, ne? Durch die zerbrochenen Netraxis und den Verwaltungsdistrikten, da sind sie schon sehr stark auch noch, ne? Ja. Auf jeden Fall, also da konnten sie ihre Machtposition sehr stark ausbauen. Also man muss ja nicht die ganzen Reiche erobern, auch als Vasallen ist das natürlich schon sehr interessant. Also ich weiß gar nicht, was haben denn die hier für Flotten? Ich schaue hier mal kurz rein, ob ich hier irgendwo Flotten entdecke. Hier ist nur eine Transportflotte. Flotten werden wahrscheinlich nicht ganz groß sein. Ich weiß gar nicht, haben die überhaupt Flotten, diese kleinen Reiche? Die sollten welche haben. Ja, ich sehe allerdings kaum welche. Transportflotten sehe ich. Aber es kann natürlich sein, dass die irgendwo bei Verbündeten oder in verschiedenen Bereichen gelagert sind. Nun gut, ja. Aber sie sind auf jeden Fall dadurch sehr stark. Nun gut, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Einmal im Zinn-Imperium, nachdem da ja jetzt ganz zufälligerweise ein toter Kaiser in seinem Hoheitssaal liegt. Da wird es sicherlich einige innenpolitische Änderungen geben. Wer weiß, ob das hier der sogenannte Zinnix, ein großer Aufsteiger und Krieger, ausnutzen kann. Oder ein anderer. Und wir werden natürlich auch die anderen Reiche weiterhin beobachten. Wer weiß, vielleicht wird bald wieder ein großer Krieg ausbrechen. Das kann man nie wissen. Nicht bei uns in dieser Galaxie wirklich nicht. Völker was gegeneinander machen. Das ist richtig. Gut, liebe Zuschauer, dann hoffe ich, es hat euch wieder einmal gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wieder zurückkehrt in unsere schöne Galaxie WB05. Bis dorthin alles Gute und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen auch von mir.